Schmerzvoll bis heute. Ich habe die Bergwerke verflucht, denn alles Gold der Welt ist den Tod eines Kindes nicht wert. Du musst viel geweint haben. Ja, mein Herz war traurig. Oft schaute ich in meinen Gebeten auf Maria, die Mutter Jesu, die auch ihren Sohn zu Unrecht verloren hatte. Sie wurde mir zum Trost. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Durch die Trauer hindurch begleitete sie mich wie eine Mutter, die weiß, dass nur Gott eine Antwort zu geben vermag. Wurde Maria dein zweiter Schatz? Ja, und mit ihr der Glaube, dass die Liebe nicht ins Leere geht. Selbst in dunkelster Nacht ist Gott mir nah. Er schenkt einen neuen Morgen und lässt uns einst mit unseren Lieben wieder ganz vereint sein. Es gibt lieblos große Liebe, alles Leben und der Schönheitliche. Es gibt ein Licht, das sonst ewig weiß, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, wenn wir manches nicht verstehen. Da ist das Zentrum der Geschichte, ist der Anker, den wir sein. Da ist der Ursprung aller Liebe, unser Ziel. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde, echten Frieden nach dem Streit, Vergebung für die schlimmsten Sünden, neuer Anfang jeder Zeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, auch wenn wir Kinder leben schon. Von immer hier auf hier, Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist der Ursprung der Geschichte, ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung alles Lebens, unser Ziel in Ewigkeit, unser Ziel. Mir wurde auch der Schatz des Verzeihens geschenkt.
Doch mein Mann in seiner verletzten Liebe, er konnte nicht verzeihen. Ja, es war schlimm, es zerriss mir mein Herz. Ich suchte nur nach Vergeltung und mein Hass wuchs ins Unermessliche. Ich wollte alle zerstören, die das Leben meiner Kinder zerstört hatten. Es hat ihn fast kaputt gemacht und auch unser gemeinsames Leben wurde fast zerstört. Aber ich habe auf Emma gehört. Sie hat mir geraten, auf Pilgerschaft zu gehen. Mir wurde klar, dass ich meine Verletztheit nicht mehr so weiterleben konnte. In meinen Schmerzen fügte ich zum ersten Elend noch viel weiteres Unrecht hinzu. Als ich meine Augen schloss, hatte ich den Frieden gefunden. Das mit dem Verzeihen ist echt nicht einfach. Oftmals braucht jemand nur ein blödes Wort zu sagen und ich tue mir schon schwer. Doch dann wird dein Herz wieder frei. Dann hast du wieder Liebe in dir. Weißt du jetzt, welche Schätze Helma und ich gefunden haben? Ja, den Schatz der Familie Maria und den Schatz des Glaubens und den Schatz der Verzeihung.